Hallihallo und Hallöchen und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play GTA San Andreas. Wir waren stehen geblieben genau hier und zwar wollten wir die Cop-Mission anfangen, die Snail Trail. Hey CJ, what's up? Hey, what's up Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Ja, die kennen wir doch. Alright man, I got it. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on y'all? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley. Shut him up, too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Ja, danke schön. Das war doch mal ein nettes Kompliment. Gut, Timpin hat ein Präzisionsgewehr auf der Baustelle in der Nähe versteckt. Hole es ab. Ah, das machen wir doch gleich. Das Scharfschützengewehr glaube ich eh noch, aber ne, ein bisschen Muni schadet ja nie, ne? Und ich glaube, ich weiß auch schon, um welche Mission es sich handelt. Huch. Ah ja, okay, passt. In der Cranberry Station. Folge ihm zu seiner Treffung mit der Zielperson, dann schalte beide aus. Oh. Kann ich einfach die Bahn... Ich hoffe... Oh. Jetzt bitte... Nein. Fuck. Fahre, Folge der Bahn. Seid ihr lustig, Kevin? Was ist das bisschen? Ihr Auto. Ja, wenn es dann gleich hier steht, ist uns die gestaltet, ihr Ding, ist uns die zu weit weg. Dann aber, ey. Ja, kompliziert euch alle. Ich muss jetzt hier Gas geben. So, das langsam eng dann hier. Oh Gott, wo geht's hier lang, ey? Ich hab doch keinen Plan, Leute, wie es lang geht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo der Zug lang fährt. Ist das schon ein Bahnhof oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Oh. Ach, geht der Scheiß schon wieder los. Na, ich glaube, da ist er vorbeigefahren und. Jetzt verzieh dich! Alter, gut. Leute, verpisst euch alle einfach nur. Ernsthaft mal. So, jetzt dann. Ah, so. Unglaublich, unfassbar, ey. Jetzt hier nach links rein. So. Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Wird es jetzt total in die, kann ich einfach an den Wagen da entlang fahren? Da habe ich Stau. Oh, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, geklappt, okay. Jetzt wollen wir einfach den Wagen da sehen. Ich glaube, das ist dann schlauer. Dann können wir nicht da irgendwie irgendwelche Abzeugungen verpassen oder sonst was. Oh, jetzt müssen wir nur noch irgendwie einholen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir versuchen es aber mal. Oh, ich sehe nichts mehr. Oh. Oh, es ist alles dunkel. Oh. Oh, okay. Oh, da kommt ein Zug. So, jetzt ist natürlich nur die Gefahr, weil wir... Ja, genau, hier auf so unebenen Boden fahren, dass wir da irgendwie rausfliegen irgendwo. Aber noch ein Zug, das gibt's doch nicht, ey. Und das ist natürlich nicht so geil. Ah, ich glaube, da hinten ist er ja schon.
Oh, das müsste der Zug sein. Den folgen müssen. Ja doch, das haut dann gut hin. Zu Rage Against the Machine, alles klar. Besser kann es nicht werden. Ja doch, das ist er. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, haben wir ihn. Ey du, bleib mal stehen hier, Kollege. Autsch. Ey Leute, soll sie lassen, den Zug zu fahren. Ich folge ihm einfach nur ganz gechillt und warte, bis er aussteigt. Ganz unauffällig jetzt wirklich. Ach, er bremst schon. Okay. Okay, dann parken wir hier ganz dezent und stellen uns hier so ganz unauffällig hin. Ganz unauffällig. Schreck! Wir haben die Schreckanzeige. Ahnte Reporter, dass der Verfolgsbeamte bläst, das Interview abhalte, also Abstand, um ihn nicht zu verschrecken, genau. So, da ist er. Und wir müssen praktisch genug Abstand lassen. Und ja, dürfen nicht zu aufdringlich sein. Ich glaube, wir auch hier gehen müssen jetzt. Huch. Er kommt ja da hoch. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie empfindlich diese Anzeige da ist. Wie nahe man jetzt kommen darf und wie. Ja. Ja, das sehen wir dann schon alles. Wird schon irgendwie hinhauen, oder? Ja, natürlich wird es hinhauen. Natürlich wird es hinhauen. Natürlich. Ach ja, hallo. Weibliches Wesen, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Was? Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Huch. Bleib stehen? Dann bleiben wir auch stehen. So, ganz unauffällig folgen wir ihnen. Cooler Boden. So ein Fahrzeug, um ihn zu... Oh, Alter. Ja, genau, jetzt kommt natürlich kein Fahrzeug. Alter. Ja, gut. Noch etwas, gibt mir eine Schreckabzeige ab. Ist voll verschoben. Alter, komm, wie... Ja, nehmen wir dieses unauffällig blaues Auto hier. Get out of there, lady. Was? Ich bin zu nah dran, ey. Bitte was, ey? Okay, Polizei macht da nichts. Okay, gut, alles im Los wieder. Ich weiß nicht, wieso die Anzeige so gespackt hat. Es ist übrigens ein Kritikpunkt in den ganzen GTA-Spielen, dass man, wenn man ein Auto verfolgen muss, ja, dass man da nicht zu nahe kommt. Wie sinnlos ist das? Ich hab ja gerade gesehen, die Limousine ist vorbei rumgefahren, über rote Ampel gefahren. Das ist so viel auffälliger als so ein Ding da. Das ist zum Beispiel bei Sleeping Dogs ganz cool gelöst. Da gibt es nicht so eine Anzeige, wenn man verfolgt ein Auto. Und auch vielleicht, da gibt es nicht so eine Anzeige, oh, Schreck oder zu nahe kommen oder sonst was. Da gibt es so eine Anzeige, wie man sich im Verkehr verhält, also sprich, die Verkehrsregeln beachtet. Und je nachdem, wie sehr man die missachtet, steigt dann die Anzeige hoch und dann fällt man auch auf. Finde ich echt cool gelöst so. Und das ist etwas, was mich schon immer gestört hat bei diesen ganzen GTA, Saints Row Spielen, sonst was. Muss ich ja sagen, so. Bei solchen sitzt ja, das ist total toller, totaler Schwachsinn eigentlich. Naja. Oh ja, oh ja. Ja gut, die Leute in GTA, die fahren sowieso, sieht man hier wieder ein beispiellose Fahrweise hier von den ganzen NPCs und sonst was. Und die Fußgänger gehen einfach, ist denen scheißegal, ob man kommt oder nicht, es ist wurscht. Taxifahrer können auch nicht schnell fahren, aber... Ja, er fährt über, manchmal fährt er über Rot, manchmal bleibt er bei Rot stehen, das ist ganz wirkwürdig. Ja. Oh, wie weit will er denn noch fahren, ey? Immer schmissige Musik. Ein bisschen was anderes. Ah, ganze Rock und so weiter. Ein bisschen was anderes hier. Oh ja. So wieder nicht. Was sagt bloß, der fährt jetzt hier runter. Reporter nähert sich sensibel, aber Aufstand ist sensibel und so. Ja, wie sagen, bleiben wir doch hier stehen, steigen aus und beobachten das Ganze dann mit unseren super tollen hier, ne? Ein bisschen näher ran.
So, ich soll sie beide ausschalten. Oh. So. Da sind die zwei. So, Mission erfüllt. Ja. Leichte Aufgabe für uns, ne? Kein Stress, kein Problem. So. Warte mal, kommen da 20 Autos von da hinten. Ja, die standen davor auch alle schon, ne? Oh, er schiebt mich an. Er schiebt mich an. Los, schiebt mich an. Yeah. Der ist da voll gechillt da und schiebt mich einfach an, weißt. Ja, los, jetzt aber hier, komm. Wenn ich das mache. Oder. Oh. Ja gut, der nächste. Der nächste bitte. Nächste. Wie, der steckt aus. Was bist du für einer, ey? Was ist davon? Was, du lebst immer noch? Gut, haben wir die Mission also erledigt. Wunderbar, wunderbärchen, wunderbar. Jetzt müssen wir nur irgendwie den ganzen Kackweg zurückfahren nach San Fierro. Haben wir nichts Besseres zu tun. Whee! Oh. So, fahren wir hier lang. Das scheint nicht richtig zu sein. Mal schauen, was die Schilder sagen. Ich kann sie nicht lesen. Fuck. Ja, wir müssen aber hier hoch. Weg. Ja, ja, ist ja gut, Alter. Betreib's mal nicht. Yes, Fiero! Oh, hallo! Ich hab einen Rocker mit dabei! Lustig. Oh, was gibt mir dem hier ab, hä? Ich bin auch wie so ein Irrer. Ah, dann wollen wir den racen jetzt. Oh. Ja, es hat sich ausgeraced anscheinend. Oh, ein Auffahrunfall. Oh, ein Auffahrunfall. Oh, ein Auffahrunfall. Oh, ein Auffahrunfall. Oh, ein Traktor. Ah. Ach ja. Ist ja schon mal lustig, ne? Das ist extrem. Total extrem. So, ah, da haben wir schon wieder so einen Irren. Auffahrunfall. Oh, Auffahrunfall. Oh. Oh, wir explodieren gleich, dafür sollten wir uns ein neues Auto beschaffen. Ja, neues Gerät. Ja, komm hier, du. Bam. So muss man das machen. Oh. Schnell weg, schnell weg. Oh. Alter, was mach ich denn? Yeah. Das ist wie so ein Actionfilm. Der Held fährt mit der Harley Wheelie weg und hinter ihm explodiert einfach alles. Huch. Das Ding geht ja total. Wupp. Nimm mal einen Trecker. Nimm mal einen Trecker. Alter, nicht das. Den Trecker. Komm, weg. Und dann bist du, was wir dann gleich machen. Wir schleppen den hier ab. Was? Ist das lustig? Wir schleppen mit Trecker LKWs. Das macht total Sinn. Ich bin davon nicht Speed. Jetzt ist das zu machen. Ein bisschen so und so. Oh, oh, oh ja. Das tut mir leid. Komm, das schaffen wir schon noch. Ich kann nicht nach links lenken, doch jetzt. Ups. Oh. Ja, es war dieses Phänomen, von dem ich erzählt habe mal. Dass wenn man. Ja, steckt doch aus, Alter. Wenn man, oh, eine Leiche. Wenn man praktisch LKWs abschleppt und dann so ein bisschen sich verkantet sozusagen, dann beamt es die einfach so weg, dass er total wegfetzt. Das ist gerade eben passiert. Lustig. Ich schnappe mal das Ding hier und dann fahren wir nach San Fierro mit dem Boot. Das hat auch was Chilliges dann, ne? Kann man nehmen, so. Kann man nehmen. Hopp. Ja, hepp. Halt. So. Funktioniert's jetzt? Nein. So. Yeah. Ne, komm, machen wir hier wieder Master Sounds an.
bisschen schmissig. Mit bahnbrechender Geschwindigkeit schreiten voran unsere Reise durch San Andreas. Huch, irgendwo ein Flugzeug. Ach ja. So, mal gucken, die Kiste. Ich trau mich gar nicht auf die Karte zu schauen. Ach du. Ja, ich glaube, wir machen hier einen kleinen Zwischenstopp hier am On the Bay, ne? Und dann klauen wir uns ein Auto und fahren den restlichen Weg mit dem Auto, weil ich glaube, bis wir da sind, dann es könnte dann ein bisschen dauern. Das Ding ist ja aber auch schnell unterwegs, ne? Muss man ja zugeben, muss man ja sagen. Das Ding geht schon ab. Komisches Objekt, ist das ein Schlauchboot oder was ist das? Ja, was ist das? Das sinkt gerade. Tatsächlich ein Schlauchboot, der vielleicht ist schneller. Nein, komm, geht das nicht aus. Hab jetzt keinen Nerv dafür. Das ausprobieren. Ja, wir haben hier perfekt geparkt, haben wir. Hey, ein Auto. Alter, zwei Cops. Was passiert hier? Alter, sie haben sie noch gerettet. Hey, geht es Ihnen gut? Hallo. Ja? Ja, gut. Die sind total perplex, die sind in einen totalen Schockzustand verfallen. Die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Ach, die Polizisten, ey. Nee, einfach nur nee. Hey, noch ein Schlauchboot. Ich hoffe jetzt nur, wir kommen da irgendwie hoch. Nicht, dass wir dann jetzt doch aufs Schlauchboot angewiesen sind. Es wäre nur... Ach doch, hier ein Buggy. Strandbuggy. Ja, wenn wir mit dem aber auch nicht hochkommen, bringt es dir auch nicht wirklich viel. Ach, warum muss ich auch den Trecker nehmen, um die Theorie zu beweisen? Ja, genau. Na, super. Sieht ja klasse aus. Oh. Ja, natürlich. So muss das. Genau so nicht. So nicht anders. Aber ich glaube, es sieht jetzt langsam. Ich weiß nicht, ob wir da schon. Was ist das denn, hey? Da ist so ein komisches Leuchten, ey. Das muss ich gleich untersuchen.